Heute kommt der Ho-Ho Hobby Center. Wo der herkommt, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem Bier aus dem Craft Beer Adventkalender vom Beer Tasting Club. Und da ist heute eine Brauerei aus Hamburg am Start. Und es geht genauer gesagt um die Landgang Brauerei und die haben den Ho-Ho Hobby Center dahergebracht. Ich glaube, das ist das zweite Weihnachtsbier, was Landgang, glaube ich, exklusiv sogar für die Kalender braut. Letztes Jahr war, glaube ich, der Dark Center mit am Start. Jetzt ist es der Hoppy Center. Und sie schreiben auch hinten drauf, dass der Klassiker wohl ist, dass man zur Weihnachtszeit dunkle Biere trinkt. Aber das mag anno dazu mal so gewesen sein. Der moderne Weihnachtsmann, der hat einen grünen, hopfigen Bart und bringt in diesem Fall ein Pale Ale mit an den Start. Trinktemperatur ist angegeben mit 10 bis 12 Grad. Ich habe es ein bisschen länger früher aus dem Kühlschrank geholt, damit das ein bisschen Temperatur kriegt. 10 Grad finde ich für ein Pale Ale schon relativ viel, aber wir lassen uns überraschen. 5,2 Volumenprozent Alkohol und das war es dann auch an Informationen, die ich hier auf dem Etikett finde. Moment mal, die Hopfensorten standen noch drauf. Das fand ich spannend. Ernest und Endeavor sind jetzt zwei Hopfensorten, die ich zumindest schon mal gehört habe, mit ihnen aber jetzt nicht zwingend viel verbinde. Und wir werden das schlagartig ändern nach einem kurzen Blick auf die schöne Landgang Bottle Cap. Und dann gucken wir mal, wie dunkel, also wie grün Santa dann heute hier ins Glas kommt. Aber es ist eigentlich beruhigend für mich. Da war ich jetzt sehr progressiv beim Einschenken, aber ich glaube, das kriegen wir ohne Sauerei noch gehandelt. Es ist eine schöne, ja, mittlere Bernsteinfarbe. Kräftiges Gold, Orange und auch der Schaum hat eine schöne beige Note, also nicht ganz reinweiß. Sitzt jetzt inzwischen auch schön kompakt oben auf. Ja, oben ist er richtig schön fluffig, cremig. Weich, viel Kohlensäure, leichte Trübung und hui, Zitrusfrucht. Helles Malz, ein bisschen Karamell auch in der Nase, aber nur leicht. Aber in erster Linie mal Zitrusfrucht. Ja, spricht auch wieder für ein Pale Ale, kann man jetzt nicht anders sagen, so soll es klassischerweise sein. Und dann schauen wir mal, wie Ho 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 Santa in Hamburg schmeckt. Prost! Angenehm, fruchtig, nicht viel Kohlensäure. Es täuscht tatsächlich ein bisschen, was man hier oben an Krone oben drauf gesehen hat. Es wirkt relativ leicht. Man hat ein bisschen Zitrusfrucht mit drin, geht aber eher so eine Orange-Richtung. Auch andere, so leicht, so ein bisschen Steinobst, Pfirsich vielleicht noch mit dabei. Insgesamt dann hinten raus eine leichte Karamellmalznote. Wenig bittere. Also wenn ich das jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, das liegt geschmacklich, liegt tatsächlich irgendwo unterhalb der 20 Bittereinheiten. Wahrscheinlich hat es ein bisschen mehr, wird aber dann eben durch diese schöne karamellige Süße ein bisschen ausbalanciert, die aber dann eben auch nicht geschmacklich so durchdrückt. Irrsinnig süffig das Bier. Auch ein bisschen wegen der fehlenden Kohlensäure. Damit läuft das relativ schnell. Hat einen mittleren bis schlanken Körper, Kohlensäure sehr, sehr zurückhaltend, von der Textur her so vielleicht so eine leichte, minimale Cremigkeit, aber auch sehr dezent gehalten und hinten raus geht es dann mit ein bisschen an Bittere, ein bisschen an Frucht, aber viel, viel Karamellmalz dann in den Nachtrunk. Ich muss sagen, es ist für mich ein gut trinkbares Pale Ale.
hat ein paar Schwächen, findet die Kohlensäure. Das könnte man ruhig ein bisschen hopfiger machen. Und auf der anderen Seite, Ho-Ho Santa, mir fehlt irgendwo so der Weihnachtstwist, den ich jetzt im Augenblick nicht erkennen kann. Aber trotzdem gut trinkbar. Ho-Ho Hoppy Santa vom Landgang Brauerei von Probierte Frau gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für das Ho-Ho Santa aus Hamburg. Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann tut die kund bei der Biertasting Club App. Sagt es mir auch weiter. Vielleicht findet ihr es besser, vielleicht findet ihr es schlechter. Es ist jedem sein eigener Geschmack und da sollten wir dann ein bisschen drüber reden. Bitte, wie gesagt, nicht vergessen zu werten und dann sehen wir uns auf jeden Fall schon bald wieder hier am Kanal mit einem weiteren Bier aus einem der 3 Biertasting Club Adventkalender. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Bier. Prost, cheers.